Was ist Private Banking oder ein Privatbankier? Ja, ich bin hier in Zürich. Das ist so die Hauptstadt des Private Banking. Und eigentlich ist der Job relativ simpel. Das ist ein Bankier, der für Privatpersonen, für sehr vermögende Privatpersonen zuständig ist und die in Finanzanlagen berät oder besser sagt, den ihr die Produkte der Bank verkauft. Aber dafür ist es sehr, sehr exklusiv gehalten und die Kunden fühlen sich oft gebauchpinselt und es kann dann sehr, sehr teuer sein für das, was es ist. Aber oft können sie zum Beispiel auch Mehrwert liefern bei steuerlichen Sachen oder Sachen, die über die Geldanlage hinausgeht, können sie dann einfach gute Ratschläge geben oder halt auch, wenn es mal wieder, was vielleicht so die Hauptaufgabe ist, gar nicht die Auswahl der Produkte, sondern den Kunden vor großen finanziellen Fehlern bewahren, indem er zum Beispiel zum falschen Zeitpunkt verkauft oder kauft. Ich glaube, das ist auch ein großer Mehrwert, den ein guter Privatbankier liefern könnte. Idealerweise hat ein Privatbankier auch Autonomie, das heißt, er ist selbstständig oder kann viele Sachen selber entscheiden, weil bei vielen, gerade normalen Banken, die sich vielleicht auch Privatbanking draufschreiben, weil es schön klingt, die sind eigentlich nur angehalten, das Standardprodukt von der Bank zu verkaufen, was es dann meiner Meinung nach nicht so wert ist.